Hallo und herzlich willkommen zur Chorprobe zu Hause. Wir sind zurück aus der Sommerpause und möchten gemeinsam mit euch in die zweite Jahreshälfte starten. Unsere Begeisterung für das Singen wollen wir wieder mit euch teilen und in der virtuellen Chorgemeinschaft etwas von dem erleben, was uns beim Singen im Chor so fasziniert und verbindet. Vielleicht habt ihr über den Sommer die Gelegenheit gehabt, draußen im Freien zu singen oder in kleinen Gruppen oder vielleicht auch im Gesangsquartett im Gottesdienst. Uns wäre es viel lieber gewesen, wenn wir jetzt nach dem Urlaub mit frischer Energie hätten in die realen Chorproben starten können. Aber leider ist das nur in sehr kleinem Rahmen und mit vielen Einschränkungen möglich. Deshalb haben wir uns entschieden, auch in den kommenden Monaten die Chorprobe zu Hause für euch anzubieten. Volker Hedfeld aus Berlin hatte ja vor der Sommerpause bereits unser Dirigententeam erweitert und wir hatten angekündigt, diesen Kreis weiter zu vergrößern. Nun freuen wir uns sehr, dass Gerrit Junge und weitere Dirigenten aus vielen Gebietskirchen in Deutschland zugesagt haben und ihr so in fast jeder Chorprobe ein neues Gesicht sehen werdet und euch auf ganz unterschiedliche tolle Chorleiter freuen könnt. Den Anfang macht am Montag, den 7. September um 19.30 Uhr Steffen Hause aus Kassel. Er hat sich einige Stücke aus dem Chorbuch herausgesucht zum Thema Erntedankfest. Das ist gar nicht mehr in so weiter Ferne und deshalb probt er mit dem großen virtuellen Chor folgende Stücke. Zunächst Nummer 91, Danket heut mit Lied und Worten. 292, Lob meine Seele den Herrn. Nummer 304, Lob singe, Lob preise, Gemeinde des Herrn. Nummer 399, Singen von Gottes Wegen. Und Nummer 405, dennoch bleibe ich stets an dir. Das für den 31. August bereits angekündigte Special mit neuer geistlicher Musik findet zu diesem Termin leider nicht statt, da Martin durch berufliche Veränderungen aktuell sehr eingespannt ist und daher leider keine Möglichkeit hatte, seine Folge zu produzieren. Also, herzlich willkommen zum Start am 7. September mit Steffen Hause. Bleibt gesund. Und singt, wann immer und wo immer es euch möglich ist. Wir freuen uns auf euch. Bis bald. Tschüss.